Dann kommen wir gleich zum Dauerärger. So viele Pannen, so viel Missmanagement am BER und keiner, der das aufklären will. Die Aufregung darüber geht weiter, besonders bei der Opposition im Land. Die sieht nach dem vernichtenden Zeugnis des Landesrechnungshofes an die Adresse der Politik nun die Brandenburger Regierung in der Pflicht, die Verantwortlichkeiten erneut prüfen zu lassen. Annette Dorniden. Nein, der Landesrechnungshof will heute nichts mehr dazu sagen. Dessen Empfehlung, noch einmal prüfen zu lassen, wer für Fehlleistungen und Versäumnisse am BER haften könne, ist gestern in der Sitzung des Sonderausschusses mit der Mehrheit der rot-roten Koalition abgeschmettert worden. Ein Unding, meint die Opposition. Der Landesrechnungshof hat eine ganz herausragende Arbeit geleistet mit über 400 Seiten. Und dass das jetzt einfach nur mit einem Beschluss abgetan sein soll, der, das muss man sich vorstellen, das Finanzministerium mal bittet, doch in Zukunft etwas konstruktiver zu arbeiten, das ist ein Armutseingeständnis höchsten Ranges, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich bin auch immer noch schockiert. Sowas hat es in 25 Jahren Landtag Brandenburg nicht gegeben, dass ein Rechnungshofbericht derartig mit Füßen getreten wird. Der Rechnungshof hat ja bestimmte Forderungen aufgemacht, unter anderem, dass die Entlastung der Aufsichtsräte noch mal überprüft wird. Das hat Rot-Rot abgelehnt, obwohl es hier sozusagen einen guten Antrag gab. Das ist einfach nicht hinnehmbar. Besonders das Finanzministerium habe seine Rechte und Pflichten unzureichend wahrgenommen. Doch den Vorwurf will man hier nicht gelten lassen. Wir teilen die Auffassung des Landesrechnungshofes nicht. Das haben wir auch schriftlich deutlich gemacht. Das Finanzministerium hat sowohl als Gesellschafter als auch in den Aufsichtsratsgremien seine Pflichten über die Jahre ordnungsgemäß erfüllt. 10-mal hat die Gesellschafterversammlung des BER zwischen Juni 2010 und Februar 2013 getagt. Doch Finanzstaatssekretärin Trochowski hat an keiner Sitzung des höchsten Flughafenkontrollgremiums teilgenommen. Nun wird von einigen ihr Rücktritt gefordert. Wenn man diesen Bericht liest und man sagt, man geht davon aus, dass der Rechnungshof alles richtig beschrieben hat, dann ist die Frau eigentlich unhaltbar. Aber in diesem Lande wird ja nicht mehr zurückgetreten. In diesem Lande gibt es ja auch keine politische Verantwortung. Alle machen weiter wie bisher. Wir wollen sie aus den Organen der Gesellschaft haben. Denn da hat sie nichts zu suchen, da hat sie versagt und dafür hat sie die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist unsere Empfehlung. Inzwischen ist der 400 Seiten starke Bericht des Landesrechnungshofs bei der Staatsanwaltschaft in Cottbus eingegangen. Hier will man nun prüfen, ob es Anhaltspunkte für das Vorliegen von Straftaten gibt.